Hallo, ich bin Lilo, das ist Jens. Wir vertreten das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Und ich stehe hier mit Jens am Teedamm, am Tempelhofer Damm. Und die Situation ist wie immer. Sehr viel Verkehr auf der Straße, die Luft ist schlecht, es ist laut und man sieht sehr wenig Fahrradfahrer. Warum? Ist logisch. Es ist richtig gefährlich, hier Fahrrad zu fahren. Und das müsste es eigentlich nicht mehr sein. Denn vor 41 Monaten genau, also fast 3,5 Jahren, hat die Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks entschieden, das kann nicht so weitergehen. Hier muss sich was verändern und hier soll eine Protected Bike Lane, wie das heißt, also eine geschützte Fahrradspur angelegt werden. Darauf warten wir schon sehr lange. Im letzten Herbst hatte das Bezirksamt versprochen, dass der sichere Radfahrstreifen zwischen April und Oktober 2021 hier gebaut wird. Nun haben wir aber schon davon gehört, dass die Planung und die Genehmigung dafür 3 Monate verzögert ist. Frau Heiß ist heute hier und deswegen wollen wir Sie jetzt fragen. Frau Heiß, was können Sie den Bürgerinnen versprechen? Wann können Sie denn endlich sicher auf dem Tempelhofer Damm Fahrrad fahren? Da auch ich jeden Morgen hier lang fahre, wenn ich zur Arbeit fahre und weiß, wie schwierig die Situation ist, hoffe ich natürlich, dass wir in diesem Jahr tatsächlich auch die ersten Poller setzen können für die Protected Bike Lanes. Ich kann es Ihnen aber angesichts der Erfahrung und der vielen Unsicherheiten nur bedingt zusagen. Weil da hängen wir wirklich von den Baufirmen ab und ja, das ist, die Zukunft ist immer offen. Woran liegt es denn, dass es noch so lange dauert? Das ist eine große Frage. Aus meiner Sicht engagieren sich alle Beteiligten, das Planungsbüro, das Bezirksamt, die Senatsverwaltung UVK und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die auch noch involviert ist, intensiv daran, die Bauplanungsunterlagen für die Ausschreibung vorzubereiten. Ich verfolge wöchentlich und zum Teil täglich die E-Mails, die hin und her geschickt werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir im zweiten Quartal dann tatsächlich auch mit den Ausschreibungen soweit sind, dass wir beginnen können. Aber dann kommt zusätzlich natürlich noch die Baufirma dazu, die dann auch tatsächlich direkt anfangen muss. Wir erleben seit 3 Jahren, dass auch die Baufirmen so ausgebucht sind, dass es teilweise Wochen dauert, bis sie tatsächlich beginnen. Aber auch hier werden wir mit höchstem Druck die Dringlichkeit vertreten und zumindest den Beginn veranlassen. Das heißt also, die Ausführungsplanung ist beim Planungsbüro in Arbeit. Der Senat hat das Geld freigegeben und die Ausschreibung läuft. Also die BPU liegt ja schon seit Wochen bei der Senatsverwaltung. Es trudeln auch nach und nach die Umplanungen für die Ampeln, also die Kreuzungen ein. Der Bauphasenplan des Büros ist in Bearbeitung für die konkrete Ausschreibung. Und es gibt jetzt immer noch kleine Nachfragen zu Details der Bauplanungsunterlage, die umgehend bearbeitet und beantwortet werden. Gibt es denn eventuell Verzögerungen für den Umbau der Ampelanlage? Das wäre jetzt Kristallkugel lesen. Was im Moment der wichtige Schritt ist, ist, dass die Planungen für die Kreuzung auch alle vorliegen. Mein Stand ist, dass sie nahezu vollständig schon eingereicht wurden. Ich weiß nicht, ob die so akzeptiert werden. Da habe ich noch keinen Rücklauf. Aber das ist in Arbeit. Und mehr kann ich im Moment auch aus meiner Sicht nicht steuern. Also das Geld ist da, die Pläne sind da, die Lichtsignalanlagen werden nachgereicht und der Bauphasenplan ist auch in intensiver Bearbeitung. Und das muss ich hier schon sagen, obwohl das Planungsbüro sogar Ausgangssperre hat, weil die in Dresden auch besonders betroffen sind von Corona und obwohl auch wir und die Senatsverwaltung nur ungefähr mit halber Kraft arbeiten können. Also das ist schon zumindest, was unser Engagement angeht, das wichtigste und vordringlichste Projekt. Und mein Ehrgeiz ist hoch, dass im Sommer hier noch was passiert. Was müsste denn grundsätzlich geschehen, um solche BVV-Beschlüsse zügiger umsetzen zu können? Wo muss es Verbesserungen geben? Also wir haben ja dieses Projekt Tempelhofer Damm auch als Anlass und Lernprojekt genommen, um
die Planungsprozesse insgesamt anzuschauen und hier auch mittlerweile über 20 Schwachstellen festgestellt, die dringend beseitigt werden müssen. Mittlerweile gehe ich persönlich darüber hinaus und sage, diese großen Radverkehrsprojekte müssen zentral gesteuert und zentral geplant werden. Die Bezirke sind nicht dafür aufgestellt. Das überfordert sie an vielen Stellen und erhöht den Abstimmungsaufwand gigantisch, weil wir zwischen der Senatsverwaltung und den Büros und natürlich allen anderen Trägern öffentlicher Belange einen unglaublichen Mikromanagementaufwand haben. Das wollen wir nicht mehr, das würde ich gerne anders organisieren. Da gibt es auch schon Überlegungen. Ja, vielen Dank, Frau Heiß, für die Informationen, die Sie uns jetzt gegeben haben zum Tempelhofer Damm. Sind wir mal optimistisch und hoffen, dass im Oktober 2021 hier auf dem Tempelhofer Damm ein sicherer Radfahrstreifen existiert und wir nicht mehr von Autofahrenden eng überholt werden, von Autotüren, die sich öffnen, gefährdet werden oder von hinten bedrängt werden. Falls das nicht gelingt, es gibt ja immerhin eine ganze Menge Risiken, müssen wir wieder hier auf die Straße, auf den Tempelhofer Damm kommen und uns wieder auf dem Rathaus treffen und Druck machen. Ja, Jens, auch ich hoffe weiter. Ja? Aber von Hoffen kommt nichts zustande. Wir müssen auf der Matte stehen, wir müssen am Ball bleiben, wir müssen das einfordern. Und deshalb appelliere ich an alle, unterstützt das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg. Danke.